Welche Parallelen gibt es denn vielleicht zwischen dem Reitsport und dem Fußball? Auf jeden Fall Disziplin, Ausdauer, Geduld. Ja, das ist ja bei sag ich mal, die Attribute, die einfach auch bei jeder Sportart gefragt sind, um wirklich erfolgreich zu sein. Leidenschaft. Ja, klar. Die Eleganz vielleicht ist vielleicht beim Reitsport oftmals durch die Pferde und diese Anmut. Ein bisschen anders. Fußball ist ein bisschen emotionaler vielleicht und reaktiver. Und der Reitsport dadurch, dass man einen... Viel schöner. Einen lebendigen Sportpartner hat, ist das vielleicht ja auch eine spezielle Intensität dann zwischen Reiter und dem jeweiligen Pferd. Aber bei beiden geht es ja schon um Teamwork, oder? Ist richtig, ja. Das stimmt. Im weitesten Sinne schon. Wir können uns vielleicht manchmal ein bisschen besser verständigen, zumindest sprachlich. Aber bei den guten Reitern und guten Pferdreiterpaaren sieht es dann schon auch so aus, als ob die Kommunikation natürlich auch überragend ist. Man sieht sich jeden Tag. Aber beim Mannschaftssport können dir mehr den Hintern retten und bei mir. Das stimmt ich allerdings. Versauen, ja, mein Pferd wobei. Regelmäßig den jetzt, wobei man natürlich sagen muss, es gibt ja ein paar Mannschaftsdisziplinen auch beim Reiten. Aber natürlich, bei uns geht es am Ende ums Teamergebnis, das ist klar. Das ist jetzt vielleicht während einer normalen Saison beim Reiten ein bisschen anders. Wer gibt am Ende des Tages wem die Tipps? Geben Sie Ihrem Mann einen Tipp und andersrum auch? Ich glaube, gegenseitig und wir wollen es gegenseitig nicht hören. Ja, du, also ich bin immer aufgeschlossen. Natürlich ist der ein oder andere Tipp, den praktisch der Sportartenfremde dem anderen gibt, der hört sich ja immer so an, ja, man weiß alles besser. Aber wenn man es durch die jeweiligen Filter dann durchgelassen hat, dann nimmt man dann doch vielleicht was mit für die nächste Runde, fürs nächste Spiel. Deswegen, da können wir schon ganz offen miteinander reden, oder? Können jetzt musst wir. Du ja sagen. Ja. Wie schön ist das für euch beide? Es ist ja quasi ein Heimspiel für dich. Du kommst hier immerhin, du wahrscheinlich auch und drückst die Daumen, dass man das hier verbinden kann, eure beiden Leidenschaften zusammen. Ich finde es sehr schön, weil so eigentlich auch unser Alltag abläuft. Wir verbinden unsere beiden Sportarten, da wir jeden Tag drüber reden und zu Hause das sowieso immer besprechen und vergleichen. Und deswegen ist es schön, das hier einmal so zu erleben. Ist Nina dann dein größter Kritiker? Ja, Nina ist sehr kritisch. Das heißt ja nicht immer, dass es negativ ist, sondern auch positiv. Ich denke, dass wir sehr viel über unseren Sport sprechen und das auch natürlich immer mit nach Hause nehmen, wenn wir beide vom Training kommen. Und meistens ist es aber so, dass man eigentlich durch die Arbeit, die man, sage ich mal, vormittags verrichtet, dass man zu Hause auch eigentlich einen freien Geist hat und dass es bei uns eigentlich sehr harmonisch zu Hause abläuft. Wann bist du nervöser, wenn du, sagen wir jetzt mal am Samstag, bei so einem wichtigen Spiel die Daumen drücken musst oder wenn du selbst ins Viereck einreitest? Da gibt es natürlich schon Unterschiede. Für mich auch beim Reiten, es kommt darauf an, was für ein Turnier und was für ein Spiel. Aber grundsätzlich bin ich natürlich bei meinen Turnieren etwas konzentrierter und im Stadion vielleicht dann noch eher nervöser. Wie sieht es mit deinem Pulsschlag aus, wenn die Frau ins Viereck einreitet? Also bei mir ist es so, dass ich die Hände also selber gerne in der Hand habe und als Protagonist auf dem Platz selber gerne agiere. Und wenn meine Frau jetzt zum Beispiel reitet, da kann ich es nicht beeinflussen. Und deshalb ist es als Zuschauer meiner Meinung nach immer ein bisschen schwieriger, weil man da selbst gar nichts entscheiden kann, sondern nur hoffen kann, dass es gut wird. Und deshalb bin ich viel nervöser, wenn Nina jetzt reitet. Aber zum Glück geht es ja oft gut.